Süßchen, Päusles rum. Genau, erstmal gebt ihr mir das und dann geht ihr gleich wieder los. Ist immer noch dritten Ranges, das ist doch nervig. Das könnte auch was dauern. Das ist doch nervig. So. Was? Was? Na dann. Ja, nö, ich weiß, Kira. Alter! Na, natürlich kommt auch noch so ein Rakata-Typ. Hörst du mal auf? Alter! Jetzt hör doch mal auf hier! Sage mal! Jetzt reicht's aber! Lass dich doch einfach feditieren, nimmst du eh gleich dauernd. Ey, irgendwann ist echt mal genug hier. Mit dem Rufbauen. Ja, komm, mitten im Angriff. Komm, jetzt fall um. Jetzt noch der Rakata-Typ hier. Der scheint ganz schön was auszuhalten. Das ist nicht mehr normal. Nicht schön. Warte mal. Hier, Leben. Und Leben. Brenne schon wieder, Hilfe! Ruf die Wasserwehr an! Ja, ich habe mich nicht versprochen, ich habe das mit Absicht gesagt. Ah, lass es hauen. Gib mir deinen Loot her. Danke. Darth Arcus weiß, dass ihr hier seid. Ich hätte gesagt, dass er eure Präsenz gespürt hat, aber es ist wohl einfach euer lauter Auftritt. Er und Colonel Darok haben die Verteidigung außerhalb des Tempels mit neuen Rekruten verstärkt. Ihr wisst, was zu tun ist. Also hier, ich hätte gern die jetzt mal als Partnerin dabei und so, ne? Weil die so wie Kira klein Schnuckelchen ist. Ich werde Kira gleich mal auf Damage schalten, ne? Solange wie kein Bossgegner kommt, kann die jetzt mal ein bisschen austeilen.
Boah, das sieht geil aus. Das sieht einfach nur geil aus. Ich ahne, was gleich passiert. Das sieht mir schon so aus, als ob hier gleich ein Bossgegner kommt. Oder auch nicht. Hat den Lichtschwert? Hä? Wer war nicht der Jedi-Meister? Was? Kennt man sich vielleicht? Nö. Ach, na dann. Na dann. Belauscht. Sie sind auf ein Versteck mit Rakata-Waffen gestoßen. Dagegen solltet ihr vielleicht etwas tun. Ja, machen wir schon. Okay. Ich muss hier hoch. Ja. Oh, der ist ja schon hier oben. Ah, die halten aber hier ein bisschen mehr aus. Die halten etwas mehr aus. Da warst du kaputt. Da ist noch eins. Und da oben irgendwo. Yeah.
Wieso ist das das einzige bis jetzt, wo kein Jedi dabei war? Was ist denn? Plündern. Na, ich habe doch alles geplündert hier. Falsche Taste. Ich habe das geplündert. Hör auf, mir das so anzuzeigen. Laufe ich hier gerade richtig? Nö. Wow. Hier wartet doch bestimmt ein Bossgegner auf mich. Irgendwas wird hier definitiv auf mich warten. Ja, wusste ich doch, Kommandant Rand. Die Produktion geht schneller voran, als wir dachten. Hier mal ein bisschen und so ausmerzen, das wäre nice. So, keinen davon kann ich looten, dann bist du jetzt fällig. Landest du mal bitte? Keine Sorge. Das ist ein bisschen unfair. Type, wo ist meine Maus? Da. Kriegt der überhaupt Damage? Da, was sau wenig. Oh. 99%? Was soll ich denn hier machen? Kommen wieder diese Idioten. Da ist meine Maus. Thank you.
Das ist nervig. Nein, mein Lichtschwert ist kaputt. Was? Nein! Und ich habe kein Ersatzlichtschwert. Sobald ihr den Hauptrekrutierungsbereich erreicht habt, öffnet eine Verbindung zur Steuerkonsole. Doch, kann ja. Dann hacken. Oh. Ich habe ein Ersatzlichtschwert. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Keine Sorge. Mutefug. Ich wundere mich, warum das so lange dauert. Unbedingt mal alles. Warte mal. Ja, Rüstung. 13, 10, 26. Oh mein Gott, ich muss was zum Reparieren finden. Und das Lichtschwert, was ich jetzt ausgerüstet habe, das Beitsch auf jeden Fall, es hat ein schönes Heft drin. Das so stark ist. Ist das nicht. Wenn ich da nicht die Dinger reinklatsche, müsste das doch genauso gut sein wie das hier eigentlich. Aktuell ist Beherrschung etwas mehr, Ausdauer ist weniger, Angriffskraft ist mehr, kritische Treffer ist dafür weg. Ah ja. Okay, mal ganz ehrlich, dann werde ich das behalten und das Enzo-Schwert werde ich verkaufen. Wenn ich da andere Modifier rein, also eine Modifikation, eine bessere Verbesserung reinklatsche, müsste ich sogar noch ein bisschen was gut machen. Heft müsste das sein. Genau. No, und die zwei Dinger dann rein. Passt. Müsste soweit passen. Ausgezeichnete Arbeit. Theron hackt sich jetzt in die strukturellen Pläne der Anlage. Es sieht nicht gut aus. Es gibt keinen anderen Weg als durch die Rekrutierungszentrale da vorne. Die Cyborgs voraus befinden sich in einer Art Bereitschaftsmodus. Sie werden aktiviert, sobald ihr den Raum betretet. Also seid auf einen Kampf gefasst. Verdammte Sensoren. Lana, könnt ihr einen schnellen Perimetercheck durchführen? Ich weiß nicht, ob diese Kontakte wirklich echt sind. Natürlich. Ist das ein Raumschiff?
Also, uns bleibt nicht viel Zeit. Wir dürfen nicht riskieren, dass die Technologien in dieser Rekrutierungszentrale den Imperialen in die Hände fallen. Überladet die Konsole. Das röstet alles im Inneren und schaltet die Cyborgs aus, bevor sie die Chance haben, aufzuwachen. Wir ermorden keine schlafenden Leute, Theron. Wir gehen das Risiko ein. Ein Sith sitzt uns im Nacken. Wir sind von verrückten Kultisten umzingelt und ihr wollt das Risiko eingehen? Ja. Ich lasse nicht zu, dass uns die Furcht leitet. Gibt es etwas, vor dem wir uns fürchten müssen? Anscheinend nicht. Ich setze die Sensoren auf die Liste der Schiffssysteme, auf die kein Verlass ist. Wir kontaktieren euch, sobald es Neuigkeiten gibt. Es wäre mal schön, wenn hier so ein Medi-Droide wäre. Keine Sorge. Ah, jetzt mache ich schon wieder mehr Damage. Nice. Nice, nice, nice. Die Arak müssen realisiert haben, dass es vorbei ist. Sie sind zum Dach geflohen, wo eine Fähre auf sie wartet. Wir schießen sie ab, wenn es nicht anders geht. Aber wir sollten uns die Chance nicht entgehen lassen, sie zu verhören. Zum Dach, schnell! Ja, ich renne ja schon. So, was wolltest du? Ich habe nur angemerkt, dass du scheinbar noch was zu tun hast. Ja. Hast du die Questreihe wenigstens durch und machst eine andere oder ist es immer noch die? Das ist immer noch die. Ich muss mir erstmal ein anderes Lichtschwert jetzt nehmen, weil meins kaputt war und ich keinen Damage mehr gemacht habe. Und meine Rüstung auch so gut wie kaputt ist. Und es hier irgendwie kein Sanitätsdruiden gibt, wo ich halt mal was verkaufen und reparieren könnte. Wäre eigentlich mal eine gute Idee, meine Sachen zu reparieren. Hätte ich mal nicht gesagt. Mir wäre das auch dann erst nach dem ersten oder zweiten Tod aufgefallen, dass ich kein Damage mache. Nee, da ist es mir nicht aufgefallen. Mir ist nur aufgefallen, ich mache kein Damage gegen Bossgegner. Bitte benutzen Sie diesmal Ihren eigenen Schädel, wenn Sie ihnen eine Kopfhörer verpassen. Ja, wohlgemerkt, das habe ich auch schon kritisiert, schon lange, dass ich kein Damage mache. Nee, aber ich habe wirklich null Damage gemacht. Ich musste mich auf die Sachen von dem Druiden und der Kira verlassen. Eure Pläne sind gescheitert. Die Verschwörung endet hier und heute. Ihr habt ja eine ziemlich hohe Meinung von euch selbst, was? Dieses Projekt hätte unsere Pläne immens vorangetrieben. Aber sein Verlust ist verschmerzbar. Es wird uns nicht aufhalten. Ihr habt eine Menge Schaden angerichtet, das ist wahr. Aber das Projekt ist nicht völlig gescheitert. Immerhin seid ihr persönlich zu eurer Schlachtbank erschienen. Die Zeit für Drohungen ist vorbei. Hört mit dem Wahnsinn auf, bevor er euch beide zerstört. Das hier, das ist kein Wahnsinn. Wahnsinn wäre es aufzuhören, bevor der Plan vollendet ist. Ihr und diese einfältige Bestie werdet den Kampf bekommen, wegen dem ihr gekommen seid. Colonel, gehen wir es an.
Wir beenden es. Hier und jetzt. Ich kann es kaum erwarten. Überlegen. Warum springst du da weg, Seth? Sie gehören euch, da! Darf ich zu würgen? Was du? Alter! Jetzt habt ihr sie, Arkes! Wir sind euch allen überlegen! Scheiße, ja. Du schubst ihn weg, als ob ihr feige seid. Ihr hättet davonlaufen sollen! Ihr hättet davonlaufen sollen. Jetzt habt ihr sie, Arkes. Sie gehören euch, Darok! Ah! Ja, noch mehr. Glaubt ihr, ihr kommt damit davon? Tsuna, wow. Jetzt habt ihr sie, Arkes. Nö, der ist tot. Jetzt bist du fällig. Nee, heute nicht. Da, der Taufrisch. Ihr hättet davonlaufen sollen. Alter, wir sind zu viert und prügeln auf den einen. Das kann doch nicht sein. Das fällt mir aus. Davonlaufen sollen. Davonlaufen sollen. Schon mehr bieten. Nein! Der Plan! Meine Fresse. Oh Mann. 3150 an. Ach nee. Dahin muss ich. Darok und Arkes haben bis zum Ende gekämpft. Wir werden keine Informationen von ihnen erhalten. Verstanden. Verflucht. Ich muss meinem Herrn zustimmen. Als Leichen sind sie wesentlich vertrauenswürdiger. Ich spüre etwas. Wir sind in Gefahr. Beth? Hammerhead-Klasse? Mehrere Sensorkontakte. Großkampfschiffe kommen aus dem Hyperraum. Keine Identifizierung. Eins von ihnen nähert sich schnell. Arkes und Darok waren wertvolle Verbündete für meine Sache. Aber ihr Tod wird das, was kommt, nicht verzögern. Diese Stimme. Er ist es. Revan. Meine unendliche Armee hätte so viel erreichen können.
aber ich habe noch andere Waffen in meinem Arsenal. Ich habe geholfen, euch aus imperialer Gefangenschaft zu befreien. Und jetzt wendet ihr euch ab und fallt der Republik in den Rücken? Die Republik verfügt weder über die Stärke noch über die Entschlusskraft, das zu tun, was getan werden muss. Wenn ich meine Ziele erreichen will, müssen alle Ablenkungen beseitigt werden. Ich habe eine ganze Legion von Anhängern. Und sie wird mit jeder Stunde größer, während immer mehr Leute die Wahrheit der Galaxis erkennen. Der Imperator konnte mich nicht bezwingen. Selbst der Tod konnte mich nicht aufhalten. Ich werde beenden, was ich begonnen habe. Und ihr werdet mir nicht noch einmal in die Quere kommen. Sie laden die Waffen auf! Verschwindet dort! Schnell! Hammerhead-Klasse ist. Wir können euch in Jakaros Schiff nicht erreichen. Sternzerstörer-Klasse ist Imperium. Das ist ein Arsch. Das gefällt mir überhaupt nicht. Weißt du? Ich spiel einfach, ich will nicht spoilern. Okay. So, das erste, was ich jetzt mache. Sachen reparieren, die Modifier austauschen und dann geht's weiter. Da. Welches Schwert habe ich ausgerüstet? Ondorianische Züchter. Das da. Zeig mal her. Das ist ein 270er Heft. Hier ist ein 276er drin. Hat mehr Beherrschung und mehr Ausdauer. Okay, dann wird das vertickt. Modifier 251, 2529, 207. Hat mehr Angriffskraft. Okay, dann wird das verkauft. 234, 213 Angriff. Kritischer Treffer, da kommt das rein. So. Keine genau. Sorge. Da kommt der Farbkristall raus. Der ist grün, jetzt habe ich einen grünen und einen roten Farbkristall. So, Dille wird verkauft. Und jetzt kriegt das Schwertchen Farbkristall, Farbkristall rein. Aber was für ein. Mit diesem Farbkristall kannst du die Farbe bla. Ja, den grün, denn der gibt 14 Ausdauer. So. Und die Rüstung kriegt auch nochmal ein Upgrade rein. So. Kann man nun ein Färbemodul reinhauen. Geil. Was soll denn das? Färbemodul. 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 Soll ich verarschen? Geht nicht. Ich habe keine passende Rüstung dafür. Wow. Dann verkauf mal bitte. Was ist das?
Das sind wieder Geschenke. Warum? Na, Guddelmuddel. Fahren wir zu was verkaufen, alles reparieren und dann geht's los hier. Hier, genau. Melden Sie Ihre Beschwerden. Reparieren. Kostet mich 13.000. Oh, das tut weh. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Oh, ich hab's Geld wieder drin. Sie sind einsatzbereit. So, kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Hier. Okay. Mach mal. Und noch mehr Geld für Madangt. Ich brauche 1 Million. Dako, wie viel Credits hast du? 400 irgendwas tausend. Schick mir die mal bitte. Ich brauche 1 Million für einen neuen Begleiter. Ich habe bei einer Flashpoint-Mission mehr als genug Geld, wenn du es mal aufsammeln würdest. Ich sammle alles auf, das ist ein Witz. Mache ich Tausende um Tausende. Teron! Oh, Sie haben es geschafft. Ich wusste es. Bei dem Feuerhagel, den Revans Schiff abgegeben hat, war ich nicht gerade optimistisch. Es ist schön, euch zu sehen. Oh nein! Das hätte ich ja fast vergessen. Ein paar meiner internen Komponenten waren ja noch an Bord. Das Schiff ist doch noch intakt, oder? Dem Schiff geht es bestens. Sie selbst. Aber da ist etwas, das wir besprechen müssen. Ich bin wirklich erleichtert, dass es euch gut geht. Ja, ich bin auch erleichtert. Wir hätten mehr Zeit füreinander. Dann nehmen wir uns doch die Zeit, Lana. Ich gehe nirgendwo hin, Lana. Und ihr müsst es auch nicht. Scheiß auf Kira, ich will mit dir ins Bett. Teron und ich haben nach unserer Flucht von Rakata Prime beunruhigende Dinge erfahren. Jakaro hat die Neuigkeiten besser verkraftet, als ich gedacht hätte. Habt ihr es ihm schon gesagt? Diese Ehre überlasse ich gerne euch. Wir sehen uns bald wieder, da bin ich ganz sicher. Yeah. Sowas von Baby. Sie ist ziemlich selbstbewusst für jemanden, auf den ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Vergeben die Revaniter jetzt Kopfgeldaufträge? Nicht direkt, nein. Es ist ein imperialer Auftrag für den Mord an Arkes. Unter anderen Umständen wäre sie dafür befördert worden. Sie haben außerdem Jakaro 12-mal zum Tode verurteilt. Das ist ein neuer Rekord für ihn. Und ihr? In Ungnade gefallener, abtrünniger Agent. Sofort festnehmen. Ziemlich mild im Vergleich zu den anderen. Der Direktor muss... Ich will Schwerter nicht kreuzen, der kriegt normaler Antwort. Ihr kennt den Direktor? Er kann euch doch sicher verraten, wer hinter all dem steckt. Ich habe das schon geprüft. Die Beweise für meine vermeintlichen Verbrechen stammten aus unserem internen Sicherheitsbereich und waren sehr überzeugend. Er geht der Sache nach, aber wir können keinen weiteren Kontakt riskieren. Die Revaniter konnten euch bisher nichts anhaben. Eure Dienstakte ist noch einwandfrei. Aber das wird nicht so bleiben, wenn herauskommt, dass wir zusammenarbeiten. Lana, Jakaro, D4 und ich werden für eine Weile verschwinden. Wir müssen uns verstecken, wenn wir unsere Nachforschung fortsetzen. Geht zu deiner Mutter. Ihr dürft keinen Kontakt aufnehmen. Die kann ich doch beschützen. Was kann ich tun, solange ihr euch versteckt haltet? Es muss doch eine Möglichkeit geben, wie ich bei der Suche helfen kann. Die gibt es auch. Die Revaniter werden euch beobachten. Also tut einfach das, was ihr am besten könnt.
reist durch die Galaxis, vollbringt unmögliche Dinge und macht es ihnen so schwer wie möglich, euch auf den Fersen zu bleiben. Je mehr ihr die Revaniter beschäftigt, desto leichter wird es für uns sein, durch die Lücken zu schlüpfen und den Anführer zu finden. Ich sorge dafür, dass sie sehen, zu was ein Jedi fähig ist. Perfekt. Also gut, ich breche nun besser auf. Je eher wir untertauchen, desto einfacher wird es für uns alle. Ich wünsche euch viel Glück. Wir melden uns bei euch, sobald wir etwas wissen. Und dann werden wir sehen, aus welchem Holz dieser Revan wirklich geschnitzt ist. Da ist einer, der da Vorfahren ist. Er bleibt gut wie gesponsert, alles Blurotz hier. Ich meinte das nicht so, ne? Also, gehen wir aufs Schiff und arbeiten weiter daran, Baby zu machen und so. Ja, okay. Gut. Und du so? Ich darf wieder kämpfen. Ich nicht. Bei mir steht da, starte Revan Schatten über das Missionsterminal deines Schiffes. Warte, was? Ja, jetzt geht erst der Spaß richtig los. Das nein, ich hab's akustisch wegen dem Kampf nicht verstanden. Bei mir steht gerade da, starte Revans Schatten über das Missionsterminal deines Schiffes. Anscheinend haben wir das noch gar nicht gespielt gehabt. Das war alles nur Vorgeschichte. Und ich hatte gehofft, dass es nach dem oder dem nächsten Stream zu Ende ist. Nee. Naja. Süchen, Puppöchen. Kira allein. Lass mich nicht allein. Das war nicht mein Spind. Da war auch nicht mein Spind. Nee, Doktor, zu dir will ich nicht. Da ist er. Was hatte ich denn jetzt hier drin? Interotech-Rüstung. Immerwährende Brustschutz. Die Dinger können auf jeden Fall raus. Sie werden verkauft. Bei den Teilen bin ich mir noch nicht ganz sicher. Die lassen wir hier mal drin. Und die HK-51 Sachen bleiben hier drin. Denn den will ich mir auf jeden Fall noch gönnen. Was ist das? Benutze Gegenstand mit Rechtsklick benutzen, verbraucht 10 Kingsvorräte Invasion, um sie im Namen deiner Gilde zu spenden. Ach, das ist ein scheiß Verkauf, ich ey. Das brauche ich gar nicht. Eigenes Schiff. Benutzt sofort den Transport zum eigenen Schiff anfordern. Das ist das Holo-Terminal. Ich soll das Missionsterminal benutzen. Ah ja. Sehr gut. Könnten Sie nicht lieber mit Stöcken trainieren? Ich weiß nicht, ob ich alles hier habe, um Arme oder Beine oder Köpfe anzunehmen. Der große Doc scheut sich vor einer echten Herausforderung? Ich dachte, eure Fähigkeiten wären unübertroffen. Ich sagte nicht, dass ich es nicht könnte. Ich sagte, mir fehlt die Ausrüstung für sowas. Gliedmaßen annähen. Nur ein schlechter Handwerker schiebt es auf sein Werkzeug.
Was ist los? Ist alles in Ordnung? Ich habe einen Planeten gesehen. Weit weg und abgelegen. Und eine Stadt auf einer Insel. Rishi? Nein, habe ich nicht. Ich war's nicht. Hab noch nie von dem Planeten gehört. Ein Fehler? Sabotage? Eine Bestätigung meiner Vermutung. Wir müssen sofort nach Rishi reisen. Der Planet kommt mir auch bekannt vor. Taste zum Fortsetzen. Gerne doch. Ach, da war ich doch schon mal. Körperfett von dem Viech holen. Ah ja. Jetzt kann ich mit meinem Raumschiff auf diesem Planeten landen. Vorher ging es nicht. Und jetzt fliegt es wieder weg, ohne mich. Ja. Was? Treue Verbündeten Sturmlichtschwert? Treue Verbündeten Verteidigungslichtschwert? Ach, die kann man gar nicht richtig aufwerten, schade. Das ist dann wieder was zum Verkaufen. Machtkraft 1152, aber macht nur 179 Max Damage. Und kann man nicht aufrüsten mit irgendeinem Modifier. Nehme ich das da einfach. Weitergeht, das erfahren wir aber dann im nächsten Stream.